meine Freunde, da sind wir wieder. Willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Wie ihr sehen konntet, haben wir jetzt auch eine Drohne, einfach um unsere Videos noch ein bisschen cooler zu gestalten. Und heute wollen wir mal über das Thema reden, was für Männer für Frauen wirklich interessant sind. Ja, was Frauen an Männern wirklich interessant finden, das ist für viele Männer ja ein ultra frustrierendes und auch, ich sag mal, verwirrendes Thema. Und ich lerne halt viele Männer kennen, die dann zu mir kommen und sagen so, ja, ich hatte vor kurzem ein Date mit der Frau und ich war mit der in einem Café und ich habe mich stundenlang mit ihr unterhalten. Wir hatten ein tolles Gespräch, wir haben viele Gemeinsamkeiten, wir passen gut zueinander und danach sind wir noch spazieren gegangen und ich konnte ihr Sternzeichen erraten und dies und das. Und diese Männer haben das Gefühl eigentlich, ich sag mal, alles zu machen, was den Frauen dann halt per se gefällt. Also ich sag mal, die sind nett, die sind zuvorkommend, die sind freundlich, die sind nicht aufdringlich, ne? Die geben der Frau halt auch ihren Zeitraum und die wundern sich dann, wenn die Frau dann nach so ein paar Dates dann auf einmal zu ihnen kommt und sagt, oder meistens halt schreibt so, ah, irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwie wir passen beide nicht so gut zueinander und ich beende das jetzt an der Stelle. Und die Männer verstehen dann halt die Welt nicht mehr. Die haben irgendwie das Gefühl, alles richtig gemacht zu haben. Und viele Männer, die frustriert das dann, die macht das dann richtig wütend und die entwickeln dann häufig so Glaubenssätze wie, ja, Frauen stehen nur auf Typen, die ja irgendwie gut aussehen, oder Frauen stehen nur auf Typen, die viel Geld haben, oder Frauen stehen nur auf Typen, die halt Arschlöcher sind und so möchte ich halt nicht werden und deswegen werde ich halt nie Erfolg bei Frauen haben. Und in gewisser Hinsicht stimmt das schon. Also ich sag mal, wenn du gut aussiehst und wenn du viel Geld hast und ja, auch wenn du ein Arschloch bist, dann wirst du Erfolg bei Frauen haben. Das sind, ich sag mal, nicht Eigenschaften, die dir im Weg stehen, halt, um Erfolg bei Frauen zu haben. Aber die Sachen, die, ich sag mal, Männer ausstrahlen oder nach außen hin zeigen, das ist häufig nur die Spitze des Eisbergs. Und das sind häufig nicht die Dinge, die sie halt per se bei Frauen attraktiv machen. Und häufig steckt da halt mehr hinter. Und heute wollen wir uns mal diese einzelnen Sachen angucken und mal ein bisschen, ich sag mal, unter die Spitze des Eisbergs gucken und wirklich mal drüber reden, was Männer für Frauen wirklich attraktiv macht. Fangen wir also an mit dem ersten Glaubenssatz. Frauen stehen nur auf Männer, die gut aussehen. Und ich muss sagen, alle Männer, die zu mir ins Coaching kommen, ja, die gut aussehen, die haben es wirklich leichter, Frauen kennenzulernen. Und ich weiß nicht, die gehen einfach in die Gespräche rein, die sind selbstbewusster, die fragen direkt nach Dates. Und wenn du die dann so fragst, ey, warum hast du das von Anfang an so gut gemacht? Dann sagen sie, warum nicht? So, ne? Ich weiß, ich sehe gut aus, ne? Ich will attraktive Frauen. Und was ich so mit der Zeit festgestellt habe, dass Leute, die gut aussehen oder dass Leute, die einfach wissen, dass sie attraktiv sind, sich einfach selber die Berechtigung geben, ich sag mal, Frauen anzusprechen und diese dann auch zu verführen. Und das haben halt, ich sag mal, Männer, die, ich sag mal, nicht so gut aussehen, halt weniger. Aber was ich halt auch festgestellt habe, ist, dass diese Männer, ich sag mal, jetzt nicht nur von der Genetik her Glück haben, sondern dass diese Männer ja auch sonst viel dafür tun, um halt attraktiv zu wirken oder halt um gut auszusehen. Das sind meistens Männer, die, ich sag mal, Sport machen. Das sind Männer, die, ich sag mal, auch gewisse Ansprüche haben an ihr Berufsleben. Das sind Männer, die sich auch nicht alles gefallen lassen. Das sind halt Männer, die, ich sag mal, ihr Leben aktiv gestalten und sich, sage ich mal, nicht so als Opfer sehen. Und das hatte ich häufig bei meinen, ich sag mal, weniger attraktiven Coaching-Teilnehmer weniger. Die hatten häufig, ich sag mal, so eine Lebenseinstellung, so ich weiß nicht so recht, was ich will. Ne? Die hingen viel auf der Couch, die haben viel Fastfood in sich reingestopft, die haben sozusagen einfach, ich sag mal, sich nicht gut um sich gekümmert. Und immer die Coaching-Teilnehmer, die besser aussahen, die hatten halt höhere Ansprüche an sich selber, die hatten höhere Ansprüche an ihr eigenes Leben. Und das hat diesen, ich sag mal, attraktiven Menschen halt einen höheren Selbstwert gegeben. Sie hatten so das Gefühl, ja Mann, ich bin cool drauf und entsprechend habe ich es auch verdient, ich sag mal, die heißen Frauen jetzt zu kriegen. Während halt, ich sag mal, Coaching-Teilnehmer, die weniger attraktiv waren und ich sag mal auch, ich sag mal, nicht so proaktiv waren in ihrem eigenen Lebensstil, ja, die hatten das halt weniger. Die sind zwar in die Gespräche reingegangen, haben die Frauen noch angesprochen, aber da war halt immer so im Hintergrund so, eigentlich habe ich es auch nicht verdient. Ne? Und das hat ihr gesamtes Auftreten verändert. Ne? Die waren halt schüchterner. Also du hast es einfach in der Körpersprache gemerkt, dass sie sich nicht wohlgefühlt haben. Und ich sag mal, klar, an deiner Genetik kannst du nichts ändern. Aber an all den anderen Dingen, da kannst du was dran ändern. Ich meine,
du kannst einfach dafür sorgen, dass du, ich sag mal, einen Lebensstil hast, ne, wo du denkst, ja Mann, das ist cool, das macht mich attraktiv, das macht mich halt auch in meinen Augen attraktiv. Ich finde mich selber so cool und entsprechend, ja, fällt es dir dann halt leichter, auch überzeugend zu sein, wenn du halt Frauen ansprichst. Und deswegen guck einfach mal in deinem eigenen Leben, wo kannst du an dir selber arbeiten, wo kannst du die Ansprüche, ich sag mal, an dich selbst erhöhen, und dadurch wirst du attraktiver für Frauen und dadurch fällt es dir halt auch leichter, Frauen anzusprechen. Und ich hatte Coaching-Teilnehmer, die, ich sag mal, ein bisschen kleiner waren oder die ein bisschen dicker waren, aber trotzdem, ich sag mal, sehr attraktiv waren für Frauen und auch gut bei Frauen angekommen sind. Und deswegen kannst du jetzt nicht einfach sagen, oh, ich habe keinen Erfolg bei Frauen, weil ich habe die falsche Genetik gehabt. Nein, das ist einfach nicht wahr. Du kannst einfach etwas dafür tun, damit du halt ein attraktiver Mann wirst. Ja, Frauen stehen nur auf Männer, die Geld haben. Und da kann ich dir direkt zum Anfang sagen, ich hatte sehr viel Erfolg bei Frauen, auch zu Zeiten, in denen ich ja so gut wie gar kein Geld hatte. So als Student hatte ich so circa mal 800, 900 Euro zur Verfügung, also wirklich nicht viel Geld, und trotzdem hatte ich extremen Erfolg bei Frauen. Und häufig war es auch so, dass die Frauen, mit denen ich Affären hatte oder, ich sag mal, offene Beziehung, dass die attraktive Männer kannten mit sehr viel Geld, die für sie aber gar nicht interessant waren. Und die Männer, die waren halt immer da, ne? Die haben sich ständig bei den Frauen gemeldet und haben immer ihre Hilfe angeboten, wenn die Frau irgendwie einen Umzug hatte oder irgendwie bei einer handwerklichen Sache eine Hilfe brauchte, oder haben mir auch angeboten, hey, wir gehen toll essen und ich finde dich so toll, dies, das. Da waren teilweise Männer bei, ich war dann bei den Frauen zu Hause und die haben den Frauen dann einfach so einen fetten Strauß Rosen geschickt, so, ne? Wo du auch siehst, saß, der war richtig teuer, aber nö, die Frau war lieber mit mir zusammen. Und ich habe den Frauen dann sogar teilweise gesagt, so, hey, du, Beziehung ist nicht, ich, ne, will einfach nur irgendwie, ich sag mal, was Offenes. Und trotzdem, für die Frau war das soweit kein Problem. Und klar, Geld schadet dir halt nicht, um halt irgendwie attraktiv für Frauen zu sein. Und es sieht natürlich auch gut aus, ich sag mal, wenn du gut angezogen bist, teure Autos hast, das ist für Frauen schon interessant. Aber ich sag mal, wenn du dich ansonsten eher wie so ein kleiner, bedürftiger Junge verhältst, dann werden dich die Frauen halt trotzdem nicht haben wollen. Nicht? Es gibt halt Frauen, die ich halt nur nehmen wegen des Geldes. Das sind dann sogenannte Golddigger, ne, die lassen sich sozusagen dann von dir haushalten. Ne? Du zahlst denen das Essen, häufig die Wohnung, du zahlst denen die teuren Handtaschen. Und das ist so ein bisschen wie eine Langzeitprostituierte, die du, sage ich mal, nicht stündlich bezahlst, sondern halt über ein paar Jahre, und dafür, dass sie ihr Geld gibst, ein gutes Leben finanzierst, ne, schläft die dann halt mit dir oder ist halt mit dir zusammen. Oder Frauen, ich sag mal, die so um die 30 sind, ne, so langsam, ich sag mal, so, wo so ein bisschen anfängt, so die biologische Uhr zu ticken, ne, die sind dann eher so bereit, ich sag mal, dann auch so einen netten Jungen zu nehmen, der halt einigermaßen Geld hat, und kommen dann mit denen zusammen, vielleicht zeugen sie mit denen auch Kinder, aber ist es eigentlich schon vorprogrammiert, dass die Frau halt irgendwann halt fremd geht, weil dieser Typ halt für sie sexuell null interessant ist. Und manche reiche Männer, die sind sehr attraktiv für Frauen, und das hat aber nicht unbedingt was, ich sag mal, mit dem vielen Geld zu tun, was sie verdienen, sondern ich hatte doch selber während meiner beruflichen Laufzeit viel mit reichen Männern zu tun, und das waren meistens Männer, die halt sehr beschäftigt waren. Das waren halt Männer, ich sag mal, die für eine Sache gebrannt haben. Das waren halt Männer, die hatten wichtige Posten in einem Unternehmen. Das waren halt Männer, die waren Geschäftsführer. Das waren halt Männer, die hatten eigene Unternehmen. Und die hatten halt immer eine Sache, die war denen viel wichtiger als irgendwie eine Frau. Und die hatten halt eine Mission. Und ich sag mal, die haben halt Stärke ausgestrahlt. Und das ist halt, was diese Männer halt interessant für Frauen gemacht hat. Das war jetzt nicht unbedingt nur das Geld, sondern einfach, dass diese Männer halt eine Mission hatten. Das war der Fall, dass die Männer halt begeisterungsfähig waren. Dass die Männer haben einfach Stärke ausgestrahlt. Und das ist das, was, sage ich mal, wohlhabende Männer interessant macht. Und das kannst du halt auch haben, ne? Obwohl du nicht viel Geld hast. Ne? Du kannst dir selber mal gucken, okay, was sind so Sachen, die mich wirklich faszinieren? Was sind Sachen, die mich selber begeistern, für die ich brenne? Was sind Sachen,
die ihm auch wichtiger sind als Erfolg bei Frauen. Und wenn du diese Dinge tust und darin Erfüllung findest, dann bist du auch nicht mehr so bedürftig, was so Frauen angeht, sondern dann lebst du ein cooles Leben. Und ja, wenn dann irgendwie noch eine tolle Frau in dein Leben kommt, ja, dann wird dein Leben noch besser. Aber es ist, sage ich mal, du bist auch glücklich, wenn du keine Frau an deiner Seite hast. Und deswegen guck da einfach mal in deinem Leben, was sind da so Themen, ne, wo du dran arbeiten kannst, was sind Themen, ich sag mal, wo du auch gut drin werden kannst. Und ich sag mal, wenn du das machst, dann entwickelst du halt auch so eine Ausstrahlung, die halt ein attraktiver, reicher Mann hat. Kommen wir nun zu meinem persönlichen Liebling. Frauen stehen nur auf Arschlöcher. Und ich kann das verstehen. So, zum Beispiel, wenn du jetzt leider bist wie der Typ im Intro, also der halt irgendwie sich lange mit der Frau unterhält, ne, sich um sie kümmert, nett zu ihr ist, ihr Freiraum lässt, und wenn diese Frau ihn dann abserviert und er dann später irgendwie sieht, wie, was weiß ich, irgendwie so ein Poll in seinen Augen dann in der Disco irgendwie im betrunkenen Zustand eine Frau anspricht, die attraktiv ist und die dann auch abschleppt, ja, dann denkt er natürlich, ja, irgendwie Frauen stehen irgendwie auf Arschlöcher oder primitive Typen, aber ich sag mal, was so ein bisschen die primitiven Typen oder Bad Boys oder auch wie auch immer so miteinander verbindet, es sind halt Leute, die, ich sag mal, wissen, was sie wollen, dann dafür gehen und ja, denen auch so ein bisschen egal ist, was halt die andere Person denkt. Oder die gehen einfach zu der Frau hin, so, die denken, oh, die Frau ist geil, ficken, also spreche die jetzt an und versuchen die halt dann irgendwie, ich sag mal, klar zu machen. Und ja, häufig haben sie dann halt noch Erfolg, während, ich sag mal, ein netter, kultivierter Typ, der, ja, der wartet dann lieber, der küsst nicht die Frau, der will die Frau dann, ja, ich sag mal, im absolut richtigen Moment küssen und hat halt ständig Angst, irgendwie was falsch zu machen. Und naja, das ist auf Frauen, das wirkt auf Frauen halt nicht sonderlich attraktiv, weil Frauen wollen halt immer noch einen Mann. Ne? Und ein Mann, der irgendwie, ich sag mal, zu vorsichtig ist, sexuell gehemmt und ich sag mal, auch der Frau nicht so richtig zeigen kann, was er wirklich von ihr will und dann vor allen Dingen auch nicht von sich aus die Frau küsst oder ihr sagt so, hey, du, ich würde echt gerne mit dir alleine sein. Was meinst du? Sollen wir zu mir nach Hause fahren? Irgendwas in der Richtung. Ne? Wenn du das als Mann nicht machst, dann, ja, dann wirst du ständig von den Frauen halt so etwas hören. So wie, ja, wir passen nicht zusammen oder keine Ahnung, ich habe nicht das Gefühl, dass wir so miteinander viben oder was auch immer. So Frauen werden dir ja nie die Wahrheit sagen, von wegen so, ja, du bist ein Weichei und irgendwie, weiß nicht, werde ich nicht so richtig geil in deiner Gegenwart. Und ne, die primitiven Männer, so, die gehen einfach nach vorne, ne? Die folgen halt so ihren Instinkten und ziehen das Ding einfach durch und hin und wieder haben die damit auch Erfolg. Und sag mal, wenn du jetzt eher zu dieser Kategorie netter Mann gehörst, der, sag ich mal, freundlich ist, zuvorkommend, der denkt dann einfach, ja, ich mache halt irgendetwas falsch. So, ne, ich darf nicht mehr nett sein, ich darf nicht mehr zuvorkommend sein, sondern muss jetzt wie der Paul sein, der Disco, der sich erstmal schön einen reinknallt und dann auf die Frauen zugeht und dann einen auf dicke Hose macht. Nein, du kannst halt immer noch nett und zuvorkommend sein, aber trotzdem musst du halt so ein bisschen, ich sag mal, so die Eigenschaften halt von diesem, ich sag mal, Proll entwickeln, beziehungsweise auch von seinem triebgesteuerten Mann, der halt auch zu einer Frau hingehen kann und ihr zeigen kann, dass er sie heiß findet. Ne? Das musst du entwickeln, weil eine Frau, die wird dich halt nie von sich aus küssen oder die wird auch nie sagen, hey, lass es doch zu mir gehen. Das wird eine Frau einfach nicht machen. Und wenn du als Mann diese Schritte nicht gehst, wird eine Frau halt immer das Interesse an dir verlieren. Deswegen, ja, guck da mal so ein bisschen, dass du da, ich sag mal, da vielleicht auch ein bisschen mutiger bist in Zukunft, wenn du eine Frau, ich sag mal, datest, dass du, ich sag mal, einfach mal versuchst, sie zu küssen. Oder dann einfach mal guckst, hey, wie die gerade so reagiert. Und ich meine, wenn sie nicht gut reagiert, ja, dann ist es halt auch nicht was Schlimmes. Und dann sagst du einfach so, oh, alles klar, das ging zu schnell, ja, macht nichts, ich probiere es halt später nochmal. So, und so bist du dann halt trotzdem Mann, ich sag mal, wo die Frau halt spürt, so, okay, der weiß, was er will, der geht dafür, ne? Aber ist trotzdem rücksichtsvoll und nett. Und ich sag mal, von dieser Sorte Mann, da gibt es halt nicht viele. Ne? Männer, die wissen, was sie wollen, dafür gehen und gleichzeitig auch noch nett sind und irgendwie kultiviert sind. Und ich kann dir sagen, dass, ich sag mal, jede halbwegs attraktive Frau halt irgendwie, ich sag mal, so einen netten Jungen dahinter halt hat. Ne? Also, der alles für sie tut. Ne? Und ich sag mal so, als ich meine Freundin kennengelernt habe, da war das halt genauso.
Und, ne, waren das erste Jahr auch nicht richtig zusammen, sondern es war halt so ein offenes Ding. Und sie kannte halt noch zwei andere Typen, wo sie natürlich immer sagte, ja nö, die wollen nichts von mir. Ne, also die haben halt auch nie so richtig gezeigt, dass sie was von ihr wollten. Und dann kam ich halt an, ich habe die halt irgendwie auf der Straße angesprochen, wahrscheinlich auch ziemlich plump. Ne, also zumindest ja, war es das Feedback von meiner Freundin, aber es hat trotzdem funktioniert. Ja. Und dann sind wir halt auch ein paar Tage später in der Kiste gelandet. So. Und die Typen haben das irgendwie mitbekommen. Ne, die wussten auch, dass ich da irgendwie so einen YouTube-Kanal habe. Und die haben sich das schon angeguckt und haben dann auch so meiner Freundin gesagt, was willst du mit diesem Kerl? Und das ist doch voll das Arschloch und voll der Assi. Und so, ich sag mal, Männer, die wenig Erfolg bei Frauen haben, die interpretieren da halt auch immer viel rein. So ein Mann, der halt irgendwie, ich sag mal, mit seiner Sexualität im Reinen ist oder ich sag auch mal, so ein bisschen derber ist, der ist halt direkt das Arschloch. So, ne? Aber das ist überhaupt gar nicht der Fall. Ich bin zu meiner Freundin sehr nett und halt auch sehr zuvorkommend. So, ne? Und da musst du halt für dich, ich sag mal so ein bisschen so ein Mittelding finden. So, ich sag mal, so eine Mischung zwischen diesem Nice Guy und halt dem Bad Boy. Wenn du, ich sag mal, da so eine goldene Mitte bist, so, dann bist du für viele Frauen einfach sowas wie so ein siebtes Weltwunder. Was? Ein Mann, der zu seiner Sexualität steht, der selbstbewusst ist, der weiß, was er will und auch noch nett ist. Na, das gibt es halt kaum. Und deswegen ist es einfach nicht wahr, dass Frauen einfach auf Arschlöcher stehen, sondern diese Arschlöcher, ich sag mal, die bringen so ein bisschen mehr die Eigenschaften mit, dass, ich sag mal, eine Frau sie attraktiv finden kann, weil die halt relativ dominant sind. Und ich sag mal, wenn du auch ein bisschen mehr in diese Richtung gehst, ne, auch mal dich mal was traust, was versuchst, auch mal was riskierst, ne, dann wirst du halt auch den Erfolg bei Frauen haben, ohne jetzt ein Arschloch werden zu müssen. Ja, das war unser Video zu dem Thema, was für Männer halt für Frauen attraktiv sind. Und ich weiß, das Video ist ein bisschen länger geworden, aber es ist halt ein Thema, was viele Männer beschäftigt. Deswegen wollte ich da ein bisschen ausführlicher sein. Und ja, wenn du Interesse hast, mit uns zusammenzuarbeiten, wenn du mal gemeinsam mit uns rausgehen willst, etwas für deinen Erfolg bei Frauen tun möchtest, dann trag dich hier gerne unten in die Infobox ein für ein Telefonat und wir können einfach mal über deine Thematik sprechen. Und ja, wer weiß, vielleicht auch mal gemeinsam rausgehen. Und ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Du konntest einiges mitnehmen und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.